holes and rip them down. Sigma, and slip them now. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft The Dropper im Minigames-Format. Und zwar habt ihr ja das ziemlich gefeiert in letzter Zeit, diese Dropper-Serie. Und deswegen, viele meinten, ja, mach's doch nächstes Mal nochmal. Und jetzt mach ich's einfach nochmal. Wir sind letztes Mal stehen geblieben bei Level 9. Ihr könnt euch das gerne auch nochmal bei meinem Kanal angucken. Hier, da habe ich gestern schon leicht angeschnitten. Hier muss man von Spinnennetz zu Spinnennetz springen. Da. Okay, nice. Okay. Jump, das erinnert mich da ein bisschen jetzt mal dran. Oh mein Gott, Alter. Das, würde ich sagen, wir springen einfach mal hier hin. Hier hin. Oh, zum Glück, Alter. Und schon? Ja, damit hätten wir das nächste Level geschafft. Ich würde sagen, wir machen so viele, bis ich also in der Rohdatei so, keine Ahnung, auf 30 Minuten bin. Ich schneide das dann alles runter. Level 10 Rail. Ah, what the fuck. Okay, okay. Ich springe mal in so ein Loch rein. Oh, okay, aber ich habe das Wasser gesehen. Also ich würde da immer mit Optifine runterspringen, Leute. Das ist viel einfacher. Zack, und dann bin ich auch schon unten. Das ging auch ganz einfach. Also manchmal überfliegt man so Level ganz schnell. Hell, okay, jetzt wird irgendwas in der Hölle sein. Will ich das schaffen? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, warum ich mir jetzt damit so schwer getan habe, aber na gut, mal gucken. Level 12, Death. Okay, die Map muss ich jetzt leider ein bisschen überspringen, weil die funktioniert im Moment nicht so gut. Ist sowieso nicht so heikel, ist jetzt einfach so ein Skelett. Richtig cool gebaut, von den Jumping-Skills her ist es genauso wie jedes andere Level. Level 13, The Bedroom. Ich würde sagen, wir machen die Map noch, weil ich bin jetzt gleich in der Aufnahme, in der Rohdatei schon sehr hoch, weil halt die ganze Zeit diese Abstürze sind. So. Oh mein Gott. Springen. Oh. Erreicht. 7. Fail. Oh mein Gott, Alter. Sprung. Sprung. Langer Sprung. So Leute, ich habe wahrscheinlich jetzt die Vermutung, dass meine Kamera abgeschissen ist, aber wenn ihr meine Facecam noch seht, dann ist es noch da. Aber naja, Leute, damit hätten wir die Map jetzt geschafft, bis hierhin. Und wenn euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da, haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao!